Zu Beginn des Jahres setzen die Menschen in OWL ein deutliches Zeichen. Bielefeld ist bunt und weltoffen. Über 10.000 stehen im Januar zusammen gegen Fremdenhass und für Toleranz. Wer Bielefeld kennt, weiß, dass wir nicht nur sture Böcke sind, sondern das Herz am rechten Fleck haben. Und deswegen sind wir heute alle hier. In Paderborn heißt es Farbe bekennen für Menschlichkeit und religiöse Vielfalt. Ich bekenne meinen Glauben und möchte, dass alle hier ihren Glauben bekennen, sodass wir gemeinsam jeder unseren eigenen Glauben bekennen und zeigen, dass jeder und für jeden Glauben Platz ist. Das ganze Jahr über wird es solche Kundgebungen geben. Gründe dafür gibt es leider genug. Je suis Charlie. Der Anschlag auf die Macher der Satirezeitschrift Charlie Hebdo trifft uns alle. Natürlich auch die in der Region lebenden Franzosen. Jeder denkt, ja, jetzt ist es da, es ist angekommen, diesen Terror. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht weitergeht. Auch die Mitglieder der islamischen Gemeinden in der Region reagieren entsetzt und schockiert. Die ersten Ermittlungen zeigen ja auch, dass das, ich zitiere, Gelegenheitsmuslime sind. Das sind Muslime, die waren noch nie in einer Moschee, die haben noch nie den Koran gelesen. Und dann nehmen sie sich den Anspruch, im Namen der Muslime zu handeln. Das grenzt an eine Perversität. Deswegen wird das auch in den Moscheen als ein terroristischer Akt eingestuft. Und Terroristen haben für uns keine Religion. Das war Teil 1 von 3 Teilen. Den nächsten Teil des Jahresrückblicks sehen Sie, wie gesagt, morgen. Aber jetzt sprechen wir noch mal über einen Punkt, der gerade schon im Beitrag vorkam. Den Terror, den die Terroristen mit ihrem islamischen Glauben rechtfertigen. Bei mir ist der Vorsitzende des Bündnisses islamischer Gemeinden in Bielefeld, Şimin Şahines, den wir gerade schon in unserem Beitrag gehört haben. Schön, dass Sie da sind. Sie haben eben in unserem Beitrag gesagt, die Terroristen maßen sich an, im Namen Allahs zu handeln und zu töten. Dabei hätten die Terroristen überhaupt keine Ahnung vom Islam. Dennoch gibt es ja offenbar schon so eine gewisse Tendenz bei einigen Jugendlichen, leider zu vielen Jugendlichen, die da irgendwie das Gefühl haben, so der Heilige Krieg ist eine gute Sache. Wie können Sie in Ihren Gemeinden darauf reagieren und was dagegen tun? Naja, zunächst einmal, es gibt 2 Milliarden Muslime weltweit und zu diesen Terroristen gehören gerade mal 0,01% der Muslime oder die sich als Muslime bezeichnen. Das ist natürlich eine verschwindend geringe Menge und es kann nicht sein, dass diese geringe Menge eine Deutungshoheit über den Islam hat. Sie definieren nicht den Islam, der Frieden, Barmherzigkeit und Liebe bringt, sondern die 99,99% der Muslime, die diese brutalen Attacken, diese brutalen Anschläge genauso verurteilen wie andere Menschen auch. Und wenn wir uns jetzt, wenn Sie die Jugendlichen ansprechen, wir sehen ja, warum sich Jugendliche gerade, aus welchen Bedürfnissen sich in diese Gruppen anschließen. Und man muss natürlich versuchen, diese Bedürfnisse zu bekämpfen. Welche sind das also konkret? Das sind Bedürfnisse, da geht es um Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, Wertschätzung. Da geht es darum, Gerechtigkeit oder gefühlte Diskriminierung, gefühlte Ungerechtigkeiten halt eben zu erheben. Und da muss man auf diese Bedürfnisse eingehen. Nun kommen ja auch viele Muslime nach OWL, nämlich als Flüchtlinge, die haben einen arabischen Hintergrund und sind eben genau, Christen sind nicht gleich Christen, Muslime sind eben auch nicht gleich Muslime. Da kommen jetzt also arabische Muslime zu den oft türkischstämmigen Muslimen hier im Raum. Wird das jetzt auch nochmal irgendwie eine Schwierigkeit geben oder ist das ganz gut zu bewältigen? Nee, das glaube ich nicht, also dass es eine Schwierigkeit geben wird, weil wir dürfen niemals verwechseln, Kultur ist etwas anderes, Religion ist etwas anderes und die türkischen Muslime, die Sie ansprechen, die leben seit 60 Jahren in Deutschland, die haben sich hier integriert. Die sind hier sozialisiert, die sind hier geboren, sie sind hier in Deutschland beheimatet und ich sehe das als eine Chance, wenn die arabischen Muslime jetzt nach Deutschland kommen und sehen, okay, das ist ein Anhaltspunkt, da können wir uns anheften und dann parallel natürlich die Deutschkurse und Integrationskurse besuchen. Das wird sicherlich eines Ihrer wichtigsten Arbeitsfelder nächstes Jahr dann werden. Ne? Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für 2016.